Heute möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung und einen Überblick geben über exponentielles Wachstum und exponentielle Abnahme. Dabei geht es um Prozesse, bei denen zu einer Menge von einer Größe nach festen Zeitschritten immer ein bestimmter Prozentsatz dazukommt oder abgezogen wird. Ja, also es gibt feste Zeitschritte, sagen wir mal, ein Startwert von 1000 Bakterien und die sollen sich alle 3 Stunden verdoppeln. Ja, also wir haben einen Verdopplungsprozess und verdoppeln heißt ja, dass nochmal dieselbe Menge dazukommt, also ein Wachstum von 100% pro Zeitschritt. Ich schreibe die 100% jetzt mal kompliziert hin, nämlich als ja, die Ausgangsmenge. 100%. Also 1 plus 100 Hundertstel für 100%. Naja, und das ist eigentlich nur eine 2, ziemlich kompliziert hingeschrieben. Ja, aber was meint diese 2? Es geht also jetzt folgendes: Am Anfang, wenn noch kein Zeitschritt passiert ist, dann hat man 1000 Bakterien. Und nach einem Zeitschritt hat man doppelt so viel. Also mal 2 gibt 1000 mal 2 sind also 2000. Und nach dem zweiten Zweitschritt wird wieder mit 2 multipliziert. Also 1000 mal 2 mal 2 oder 1000 mal 2 Quadrat oder ja, 4000. Ja, und so kann man das jetzt weitermachen. Mal 2, das ist also 1000 mal 2 hoch 3. Punkt. So lasse ich es erstmal stehen. Okay, soweit, so gut. Aber nicht jedes Wachstum passiert mit Verdoppelung, sondern es kann auch eine kleinere Zunahme sein. Ich sage jetzt mal eine Zunahme als Beispiel von, sagen wir mal, 12,5%. Ja, so, also was für einen Faktor brauchen wir dann zwischen den einzelnen Zeitschritten? Wir haben am Anfang die Ausgangsgröße 100% und dann kommt 12,5% dazu. Also plus 12,5 Hundertstel für 12,5%. Und das ist 1 plus 0,125. Also 1,125. So, und aus den 1000 Bakterien am Anfang, wenn die jetzt während des Zeitschritts sich nur um 12,5% vermehren, dann muss ich also mal 1,125 rechnen und bekomme dann, ja, 1000 mal 1,125, das sind 1125 Bakterien. Ja, jetzt habe ich mir hier ein bisschen zu wenig Platz gelassen. Ich multipliziere wieder mal 1,125, weil jetzt zu den 1125 Bakterien nach einem weiteren Zweitschritt wieder 12,5% dazukommen, aber das sind ja jetzt etwas mehr, weil die Ausgangsgröße gewachsen ist. Wir haben also 1000 mal 1,125 von eben mal 1,125, also jetzt mal 1,125 Quadrat. Und so geht das weiter. Nach dem dritten Zeitschritt hat man also 1000 mal 1,125 hoch 3, was 1423,83 ergibt. Also ungefähr 1424. Okay, soweit so gut. Also, wichtig war mir hier an der Stelle, dass der Wachstumsfaktor,
Also der Faktor, mit dem man von Schritt zu Schritt mal nimmt, nicht immer 2 sein muss, wie bei der Verdopplung, sondern auch kleiner sein kann. Und bei einer Zunahme ist er eben 1, und dann kommt die Prozentzahl in der Hundertstelstelle. Also praktisch die 12,5 wird in die zweite Stelle nach dem Komma geschrieben. So, klar, also man könnte im Prinzip auch sich überlegen, was wäre ein Gleichbleiben. Da hätten wir eine Zunahme von 0%, also 1 plus 0 Hundertstel, das ist 1. Und okay, also der Anfangswert von 1000 würde jetzt mal 1 gerechnet. Und so weiter. Das ergibt wieder 1000 mal 1 Quadrat, ist auch 1. Hier passiert also nichts. So, das nennt man nicht exponentielle Abnahme oder Zunahme. Okay, also, was ist denn jetzt mit einer Abnahme? Sagen wir mal, bei jedem Zeitschritt werden 12,5% abgezogen. Also minus 12,5%. Naja, also ich habe am Anfang 100%, das entspricht 1, minus 12,5 Hundertstel. Und das gibt also 87. 0,5% oder 0,875. Das ist also jetzt der Wachstumsfaktor. Wir haben von 1 die Prozentzahl als Kommazahl abgezogen. Und wenn wir jetzt also mit 1000 starten, dann multiplizieren wir mit 0,875 und dann wird das Ergebnis kleiner. Das sind also 875. Ja. Also 1000 mal 0,875 hier ist natürlich noch keine 2 so und wir multiplizieren vom ersten auf den zweiten Schritt wieder mit 0,875 und erhalten also 1000 mal 0,875 hoch 2. Ja, und auch diesen Prozess kann man fortsetzen, dass man von Zeitschritt zu Zeitschritt mit 0,875, dem Wachstumsfaktor, der hier aber jetzt eine Abnahme beschreibt, multipliziert. So, wir haben Verdoppelung, wir haben Zunahme und Abnahme, man kann auch tatsächlich halbieren. Das ist das Beispiel, das ihr für die C14-Aufgabe braucht in dieser Woche. Das Halbieren ist eine Abnahme um 50%. Der Wachstumsfaktor, in Anführungsstrichen, ist also 1 minus 50 Hundertstel oder 0,5. Ja, und jetzt ahnt ihr natürlich, wie das funktioniert. Die 1000 werden halbiert zu 500. Das sind also 1000 mal 0,5. Und jetzt bei jedem Zeitschritt wird wieder halbiert. Also 1000 halbiert, wieder halbiert, also zum Quadrat. Ja, und so geht das weiter. Hier ist nochmal die Tabelle im Überblick, wenn man das nachrechnen möchte. Kann man die Zahlen übernehmen. Okay, also, wie sieht das jetzt zusammenfassend aus? Wir haben eine Startmenge oder einen Ausgangswert,
den nenne ich mal A. Das könnte sein Parameter, der steht für eine bestimmte Zahl. Und wir haben einen Wachstumsfaktor. Und den Wachstumsfaktor, der wird potenziert. Und wir haben hier immer feste Zeitschritte genommen, also ganze Zahlen für die Potenz. Aber im Prinzip kann man jede beliebige Zahl an diese Stelle einsetzen. So, B ist jetzt der Wachstumsfaktor. Und wir haben gemerkt, also wenn B, also muss größer als 0 sein, sonst passiert nichts oder was Merkwürdiges, aber solange der kleiner als 1 ist, hat man eine Abnahme. Und wenn B größer als 1 ist, dann hat man eine Zunahme. Und dieses B, das kann man immer ausrechnen, wenn man jetzt also den Prozentwert oder beziehungsweise den Prozentsatz P hat, dann ist B gerade 1 plus oder minus den Prozentsatz geteilt durch 100. Ja, und x wäre also die Zeitvariable. Man kann jetzt ganze Zeiten einsetzen, aber wie ihr sehen werdet, kann man auch Anteile nehmen. Von daher ist es kein Problem, dort andere Zahlen als ganze Zahlen einzusetzen. Das nennt man eine Exponentialfunktion.